Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu den Mobile Games. Wir sind hier wieder bei The Walking Dead. Ahead, habe ich es gerade schon weich gesagt. Und ich kann jetzt auch noch niemanden entwickeln. Was kosten die Leute? Hallo? Ultra teuer oder was? 22.000. Das ist ja wohl eine Frechheit. Können wir gleich noch machen. Wir haben hier wieder was Kostenloses abzuholen. Ich schaue wieder, dass ich die Folge ungeschnitten hochlade, denn die soll jetzt eigentlich gleich kommen. Und ich habe nicht mehr genug Zeit, die dann zu schneiden. Deswegen versuche ich sie jetzt einfach so aufzunehmen, dass ich sie nicht schneiden brauche. Nicht wahr? So, mal eben die Dödel hier weggeschniedelt. Am PC sind irgendwie mehr da als auf dem Handy. Ah, nee. An Halloween waren so viele da immer. So, es gibt Gildeninformationen. Was habt ihr denn geschrieben? Wie bekomme ich Kolosse oder gepanzerte Beißer in die Grube? Und kann ich Außenposten Besetzungen ersetzen? Bei der Beißergrube musst du auf den Zombie gehen und unten links dann auf mehr fangen. Genau. Und dein Team für die Verteidigung kannst du immer wechseln. Wie kann ich die wechseln? Hat sie erledigt, ich hab's gefunden. Weitermachen. Sehr gut. Ja, also um das nochmal kurz zu zeigen, hier in der Beißergrube könnt ihr eben, wenn ich hier auf dieses Handsymbol gehe, die Beißer hier einfangen und hier entwickeln. Ich habe aber jetzt alle schon gefangen, die ich fangen kann, und habe alle auf Stufe 5 und muss meinen Beißer-Bums erst auf Level 3 machen. Dazu fehlt mir aber einfach das Geld. Ja, die Pinunse, die Pinonse. Deswegen gehen wir mal kurz hier rein. Ne? In die Mission. Ah, warte noch ganz kurz. Es kamen, glaube ich, neue Leute dazu. Genau, es ist auch wieder ein Platz offen. Ich kann jetzt auch wieder gucken. Vielleicht kicke ich jetzt mal jemanden live bei 7 plus Tagen offline. Wird gekickt. Hier zum Beispiel Rick. Rick, wir haben jemanden, der Rick heißt. Rick wird verbannt und ist jetzt raus. Weil wir halt einfach nicht die Leute wollen, die halt so ewig lang inaktiv sind. Und vor allem bei diesem Spiel ist es sehr einfach. Man muss es nur anmachen und dann wieder ausmachen. Und schon war man, schon steht hier gerade eben aktiv. Hier, die haben wir jetzt schon durchgemacht. Warte mal. Der Pabo. Zuletzt vor einem Tag. Sehr gut, sehr gut. Vor 9 Tagen. Friendly Fire. Baba. Ihr könnt euch dann gerne, wenn ihr es euch überlegt, wieder reinkommen. Aber ich denke, die meisten werden merken, ja klar, ich bin da nie aktiv, weil ich keine Zeit habe. Also ich bin da reingegangen und wollte mal reingucken, aber irgendwie ist es nicht so mein Spiel. Das ist völlig verständlich. Da könnt ihr natürlich auch, wenn es, ich glaube, es ist möglich, selbst austreten. Aber wenn nicht, dann werdet ihr halt einfach, ich glaube, alle 14 Tage machen wir frei und kicken Leute, um dann wieder Platz zu machen. Für neue. Die Herausforderung geht in 23 Stunden los, darauf freue ich mich schon. Ich möchte dieses Mal den guten alten Babawell überholen. Dieses Mal war ich sehr, sehr schwach dabei, weil ich nur am Ende der Ding konnte, nur Zeit hatte dann. Und da habe ich kurz diesen Bonus bekommen, wo ich alles doppelt bekommen habe, aber auch nur für eine Durchmachung. Und ja, das war nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Bei den Kapiteln bin ich bei Kapitel 7 angekommen, das ist schon wirklich hart, da muss ich auf Stufe 9 sein. Wir können es trotzdem mal, wir könnten es versuchen, wobei ich doch lieber erstmal hier auf 22.000 kommen will. Das heißt, wir gehen auf Sammeln, auf EP, halt, wir können auf Hart stellen. Welches Level muss man dann sein? Level 10, da wäre man dann sonst zerstört. Krass, das ist laut. Warte, fick die. Nur leiser machen. Ja, also ihr könnt auch da ganz kurz erwähnen oder mal, ja doch, also am Rande erwähnen, wie ihr es findet, wenn ich gerade so eine Mobile-Game-Geschichte ungeschnitten mache, ob das jetzt arg schlimm für euch ist. Ich versuche natürlich hier keine ruhige Stelle zu lassen, beziehungsweise ihr wisst halt, was ich meine. Ich schneide meistens Versprecher raus oder eben einfach Stellen, was langweilig ist. Aber wenn ich was mache, ist es ja grundsätzlich spannend. Na, darfst du nicht vergessen. Ich rücke jetzt mit ihmchen hier nur noch bis hierhin, mit Dörel, und beende die Runde. Denn manchmal, das habe ich jetzt festgestellt bei ein paar Missionen, kommen Zombies, wenn man dann irgendwas macht, wenn man so ein Zwischenziel erfüllt, kommt plötzlich ein Zombie aus dem Nichts. Hier unten kommt, glaube ich, immer einer dann noch hervorgekrabbelt, oder? Nee, okay. Da ist jemand, Daryl, da. Man sieht ihn nicht. Warten ganz kurz ab. Ja, da ist er. Boom! So, ran. Und dann können wir noch die zwei da hinten schnitzeln. Oh, jetzt kommen sie auch von hinten. Die schnitzeln wir auch weg, weil dann haben wir, warte mal, nochmal extra, Erfahrungspunkte. Wenn wir die alle, also nicht alle, wir müssen jetzt nicht alle killen, aber ja. Ich will jetzt auch nicht ewig an der Mission rumnagen. So. Aber wenn die jetzt nah genug kommen und ich kann von hier nochmal schießen. Nee, die paar Kröten. Das bringt, glaube ich, immer 22 oder so. Ich muss das nicht übertreiben. Perfekt! Perfetto, Bambino, Alfredo! Oh! Patologio! Achso, natürlich, die Werbung werde ich jetzt rausschneiden, die ich jetzt hier anklicke. Oder wisst ihr was? Ich lasse es einfach drin. Die Spiele sollen auch einfach ihre Daseinsberechtigung haben. Es war jetzt eine kurze Werbung. Es ist in Ordnung. Das war in Ordnung.
Wenn die nächste Werbung lang wird, schneide ich beide Werbungen raus. Ihr wisst gar nicht, dass ich das gerade gesagt habe. Ihr wisst es gar nicht. Das ist einfach... Das merkt ihr überhaupt nicht. Ja. So, wir haben genug, um jetzt jemanden zu entwickeln. Guck mal, wir stehen sogar schon bei 5,5 Minuten. Für ein Update ist es ja gar nicht mal so übel. Es wurde gefragt, wann das wieder kommt. Ich habe jetzt mit den Mobile Games, lag ich kurz, nicht auf Eis, aber ich habe mit Fallout angefangen und hatte dann plötzlich für jeden Tag irgendwie schon 2 Videos. Heute kamen, glaube ich, dann 4. Es kam vor einer Stunde CSGO. Gerade eben jetzt das hier um 18 Uhr und um 19 Uhr kommt nochmal eine Fallout-Folge. Gut, Fallout macht wirklich keine Arbeit. Da hocke ich nur da, spiel kurz und habe dann 80 Folgen am Stück aufgenommen. Und ja, ich mache noch das 5er auf. Und das ist dann... Komm schon! Ja, Pistolen, Veronika. Wir nehmen uns die Pistolen. Können wir nämlich bald wieder aufleveln, jemanden. 4 Videos am Tag sind dann krass. Dann habe ich so ein bisschen gewartet manchmal, aber... Durch Fallout habe ich einfach wieder ein Video mehr. Und heute kam eben auch noch dieses CSGO-Update-Video, das ungeplant war. Und ich will nicht, dass ihr jetzt so ewig lang warten müsst auf dieses Update, dass ihr auch seht, wie weit ich bin. Ich habe auch meine Stadt aufgeräumt. Guck mal hier. Ich habe jetzt hier alle meine... Das habe ich ja live gemacht, ne? Ich habe hier alle in einer Linie, die ich abernten kann, alle Dinge. Ihr wart dabei, das habe ich in irgendeiner Folge gemacht, muss ich jetzt nicht zeigen. Ja. Ihr sollt ja nicht so lange warten auf irgendein Update. Die Ding vom Daryl benutze ich gar nicht mehr, obwohl die eigentlich ziemlich nice war oder ist, aber sie kann nicht mehr weiterentwickelt werden. Und das ist halt dann auch nicht mehr so das Gelbe vom Ei. Aber halt die Rüstung, meine Rüstung wollte ich noch gucken. Rüstungen! Ach Gott, ich muss den Scheiß verkaufen. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir können alle verbessern. Dann verbessern wir mal die hier. So, okay. Jetzt schreibe ich hier nochmal kurz rein. Ihr seid im Video. Haben noch ein W hinten dran. So. Boom, shakalaka, motherfucker. Ihr seht, es sind noch 3 Plätze frei. Wenn euch das Spiel oder wenn euch so ein Spiel hier Spaß machen könnte, schaut es euch einfach mal an und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne in die Gilde reinkommen. Warum steht denn der mit der Zunge im Maul rum? Ist auch ganz nett, die Animation. Ich weiß zwar nicht, was es bringt. Das hat eigentlich keinen Nutzen, nur dass man halt was sieht. Aber ja. Ja. Ich würde sagen, das war's eigentlich schon wieder, ne? Das nächste Mal gucke ich, dass wir irgendwas total Krasses am Start haben, dass wir mal endlich jemanden überfallen. Hoppala, Hilfe. Aber ja. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Heute ist ja auch noch Livestream um 19.30 Uhr. Ja, ich komme gerade nicht so richtig mit der Zeit rum. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.